Deswegen kann ich Ihnen den nächsten Vorschlag für den Listenplatz 4 des Landesvorstandes bekannt geben. Der Landesvorstand schlägt Ihnen für diesen Platz Dr. Werner Heuer vor. Und ich bitte um Wortmeldung, ob es... weitere Vorschläge gibt. Das ist erkennbar nicht der Fall. Dann bitte ich Herrn Dr. Heuer, sich vorzustellen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, mein Name ist Werner Heuer, ich bin 56 Jahre alt, verheiratet, habe zwei wunderbare Kinder. Von Beruf bin ich Volkswirt und bin in der Bundestagsfraktion der FDP als Stellvertreter von Guido Westerwelle zuständig für die Koordinierung unserer Arbeit in den sogenannten internationalen Ausschüssen, also Auswärtiges, wo ich selber die Sprecherrolle wahrnehme, Europa, Verteidigung, Menschenrechte und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das ist ein faszinierendes Arbeitsgebiet, das ich gerne weiter beackern möchte, denn ich glaube, dass neben den Modernisierungsthemen stehen für die liberale Identität insbesondere Leistungsorientierung, Toleranz und Weltoffenheit. Ich glaube, eine liberale Partei identifiziert sich auch darüber, wie sie die internationalen Angelegenheiten unseres Landes gestalten möchte. Und wir haben dort eine grandiose Tradition. Und an die müssen wir anknüpfen, nicht weil man immer den Blick nach hinten richten sollte, auf das, was in der Vergangenheit von großartigen Liberalen geleistet worden ist, sondern weil es uns ein Rüstzeug mitgibt für die Gestaltung unserer zukünftigen Herausforderungen. Und meine Damen und Herren, was die Außenpolitik angeht, die Europa, die Sicherheitspolitik, da bin ich sicher, gilt das, was am Mittwoch dieser Woche im Hinblick auf die amerikanischen Wahlen als historisch bezeichnet worden ist. Es ist dort ein Neubeginn. Und ich sehe in diesem Neubeginn, trotz vieler Schwierigkeiten, die uns noch da ereilen werden, eine großartige Chance, weil ich das Gefühl habe, dass wir zum ersten Mal wieder die Gelegenheit haben, anzuknüpfen an die gemeinsame Wertebasis, die uns über den Atlantik hinweg verbindet. Die Verpflichtung auf die Früchte der Aufklärung, auf Toleranz, auf Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, das ist das, was sich Barack Obama auf die Fahne geschrieben hatte. Und das ist das, was liberale Außenpolitik seit vielen Jahrzehnten prägt. Da können wir wieder anknüpfen. Jetzt haben wir eine neue Chance, dieser Welt eine etwas bessere Ordnung zu geben, als sie gegenwärtig erkennbar ist. Daran möchte ich mitwirken und bitte um Ihre Unterstützung. Vielen Dank.